Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wie kann man Kraft auftanken? Und wie findet man Antworten auf Fragen, wenn der Kopf momentan keine Idee dazu hat? Wie geht das? Ich bin da in einem Pferdeunterstand. Und diese zwei Pferde da hinten und ich, wir schützen uns gerade vor dem Regen, weil draußen regnet es recht intensiv. Das ist meine GoPro und die spielt im aktuellen Video eine große Rolle. Wir waren vor kurzem auf einer Bergtour. Wir waren auf einem 3000er und danach an einem Bergsee. Das Wasser an diesem Bergsee ist eiszapfenkalt. Und ich habe mir vorgenommen, in diesen Bergsee reinzugehen. Was glaubst du? Bin ich reingegangen oder nicht? Und am Anfang von dieser Bergtour sind wir an einem Schneefeld vorbeikommen. Und dieses Schneefeld war recht lang und steil. Und so habe ich den Versuch gemacht, einfach von oben nach unten zu rutschen. Das hat einen riesigen Spaß gemacht. Bist du bereit? Dann starten wir jetzt los. So, jetzt schauen wir mal, ob wir da nicht im Sommer Skifahren können. Steil wäre es ja. Umdrehen. Juhu! Und den Spaß nicht vergessen. Spaß muss einfach sein. Das macht einfach eine Gaudi. Das ist einfach cool. Und da gibt es keine Altersbeschränkung. Da gibt es nicht jung oder alt. Wenn wir im Geist jung sind, nachher macht es einfach eine Freude. Nachher haben wir eine Gaudi und zwar im Alltag. Wir brauchen nicht warten, bis irgendetwas passiert, bis wir wieder eine Freude haben, sondern wir können hier und heute, im Jetzt, in diesem Leben, also in diesem Leben vor dem Tod, hat der Dalai Lama mal gesagt, können wir einfach eine Gaudi haben. Und jetzt zum ersten Impuls. Wie findet man Ideen und Antworten? Oder wie findet man Lösungen? Manchmal ist es ja so, dass man sich Gedanken macht, wie löst man das jetzt? Wie kann man das jetzt? Was ist da die Lösung? Was ist jetzt da die Antwort? Und wir denken lang und breit darüber nach und unser Kopf hat einfach keine Idee. Weil der Kopf hat grundsätzlich keine Ahnung, weil er aus der Vergangenheit schöpft. Also alles, was in der Vergangenheit passiert ist, das hat der Kopf zur Verfügung. Und wenn wir jetzt aber Fragen und Antworten oder Antworten brauchen für eine neue Situation, nachher ist es schwierig, darüber nachzudenken, weil der Kopf hat dazu jetzt keine Information. Und da hilft es ganz enorm, wenn man Abstand nimmt von den Dingen, wenn man einmal nicht mehr darüber nachdenkt, wenn man es einfach einmal sein lässt, wenn man das Thema, was man hat, die Situation oder die Frage, was man hat, einfach einmal so stehen lässt, einfach einmal nicht mehr darüber nachdenken. Und auf einmal, und du hast es sicher schon erlebt, auf einmal ist die Antwort da. Entweder jemand sagt dir was, was jetzt die Antwort wäre, oder du begegnest diesem Thema, oder auf einmal fällt dir die Antwort ein. Und das ist eine faszinierende Methode oder eine faszinierende Technik, wie man Antworten und Lösungen finden kann, obwohl unser Kopf im Moment keine Idee dazu hat. Das heißt, Abstand von den Dingen nehmen und auf einmal ist die Lösung da. Und da sehen wir jetzt die Route, wo wir hin möchten. Und dieser Berg da in der Mitte, den haben wir anvisiert. Und wenn man so unterwegs ist, dann sieht man immer wieder so sprudelnde Quellen, so kleine Seen oder Bäche. Und diese Klarheit, was man da sieht, dieser Frische, was man da begegnet, das ist wirklich ein Zauber für sich.
So, wir haben tatsächlich den Gipfel erreicht. Auf 2936 Meter Seehöhe. Voll cool. Eine Stille ist da oben, die ist wirklich sensationell. Also, auf geht's Richtung See. Also, ein bisschen Schiss habe ich schon, das muss ich wirklich sagen. Der schaut auch richtig kalt aus. Aber jetzt probiere ich mal ein besonderes Geheimrezept. Und zwar, bevor man die Kälte spürt, das Hirn ausschalten, also das Denken ausschalten, den Kopf ausschalten. Komplett in eine neutrale Situation oder neutrale Position gehen und dann in die Kälte reingehen. Weil theoretisch dürft man nachher die Kälte gar nicht so spüren und der Körper bildet nachher sehr schnell Wärme. Also von innen her. Er fährt sein Immunsystem automatisch hoch. Und die Mitochondrien, das sind diese Kraftwerke in den Zellen. Wir haben 70 Billionen Mitochondrien im Körper oder noch mehr. Die werden nachher alle aktiviert, wenn der Körper in die Kälte kommt. So ist die Theorie. Und wie die Praxis da dazu ausschaut, da bin ich selber gespannt. Du merkst es, wir sind mitten im zweiten Praxisimpuls. Das heißt, so können wir neue Energie und Kraft auftanken. Wenn ich meinen Körper der Kälte aussetze, zum Beispiel in der Früh beim Kaltduschen oder da im See, wo kaltes Wasser ist, nachher gehe ich in eine neutrale Situation. Das heißt, ich schalte mein Hirn, meine Gedanken gerade aus. Ich gehe in eine Gedankenleere und ich bewerte diese Kälte nicht als Kälte. Ich nehme sie einfach an, so wie sie ist. Probier das einmal selber beim Kaltduschen. Das funktioniert wirklich. Natürlich darf man da in diesem See jetzt nicht lang schwimmen. Das ist einfach zu kalt. Aber man kann reingehen, sich erfrischen und dann wieder rausgehen. Und wenn du Lust hast, dann machen wir jetzt gerade miteinander eine kleine Runde. So, danke Fluss, danke Berg. Danke Sie. Pirti, Servus. Wir machen uns jetzt auf den Weg und schauen, ob wir da irgendwo von der Hütte da unten einen Kaiserschmarrn finden.